Gott. Ich hab die Kompass nicht versucht mitzunehmen. Oh Gott. Na, so viel dazu. Ab und zu ab. Natürlich. Ich fastel mich bei dem Wort Apothekenschlüssel. Ja. Aber den können wir jetzt sehr gut gebrauchen. Denn da ist die Beruhigungsmittel drin. Und sonst nichts. Also wenn wir tatsächlich verbluten würden, könnten wir uns jetzt mit Beruhigungsmittel ruhig stellen und trotzdem verbluten. Es lindert nur die Schmerzen. Aber sonst... So, und jetzt... Narkotikum. Hey, du. Der ist bereits ausgenockt. Tja. Und? Ich bin tödlich wie ein Pfeilgiftfrosch, aber cooler. Ein Pfeilgift-Geheimagent. Oh ja. Ein Pfeilgift-Geheimagent. Präparierter Dartpfeil. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. So. Tatsache. Und jetzt haben wir ein Blasrohr mit einem präparierten Dartpfeil. Und jetzt, meine liebe Toni, wirst du erstmal schlafen. Au! Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? What? Strike! Strike Nummer 1! Strike Nummer 2! Strike Nummer 3! Du bist out! So sieht's aus. Und wir klauen uns den Haken. Finger weg von meinen Sachen. Oder auch nicht. Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Was? Achso, wir haben den Haken. Achso, ja, dann wenigstens die Coupons. Hey, Toni, ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Das ist ja so süß. Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht meinen. Und da ist ja... So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Ja. Keine Angst, der Stapel ist komplett. Nur in meiner Tasche. Okay, Coupons und einen Haken. Den wollten wir schon lange haben. Damit stellen wir uns jetzt in Wenzels Badezimmer. Hui. Kurz offscreen mal zusammengebaut. Und das ist eine Miniaturausgabe meines freischwebenden Lastenhebers, was wohl aus dem Original geworden ist. Die Kuh ist jedenfalls nie zurückgekehrt. Was? Das ist eine Miniaturausgabe meines freischwebenden, was wohl aus die Kuh... Was zur Hölle? Ich konnte den gerade mit linker Maustaste anschauen. Obwohl ich ihn mit linker Maustaste normalerweise benutzen kann. Okay, egal. Kaminofen! Yes! So sieht's aus. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Aber wirkungsvoll, Rufus. Aber wirkungsvoll. Und jetzt können wir den nämlich ordentlich... Naja, einheizen wäre jetzt etwas das falsche Wort. Aber wir können ihn ordentlich überfluten. Pam! Und jetzt rein mit dem Wasser. Ja, das hat jetzt irgendwie nicht so gut geklappt. Zur Hölle. Okay, wir können mit dem Rohr interagieren.
Einfach nur, weil ich's kann. Hey, du! Aufwachen! Junge, Junge, den hat's aber echt mal amtlich ausgenockt. Das war keine Absicht. Ich wollte den nicht gegen das Rohr knallen. Mit dem Bohrer können wir Löcher reinbohren. Ja, können wir tatsächlich. Ja, und jetzt können wir auch nicht mehr damit interagieren. Das heißt, wir machen das Ganze nochmal. Und dann sollte er hoffentlich sein Haus unter Wasser stehen. Oder zumindest sein Keller. Yes! Der arme Wenzel. Sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. So, und jetzt rein da. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Aber ist es nur eine Überschwemmung im Keller? So ein Pech. Oh, so ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Ja. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Das sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin rein. Super maledeiter kleiner Mann. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Wenzel. Was denn? Bestimmt zum Gürchen. Oh ja. Ah, Rufus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab. Aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus. Du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Ja, Lotti! Bin schon auf dem Weg. Hier meine Wartenummer. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht? Doch, doch. Dankeschön. So. Büro des Bürgermeisters, ja! Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Lotek? What the fuck? Was? Wer stört? Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ja. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Dich hat er auch einfach zurückgelassen. Das Trotzdem. Ist richtig. Wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Ja. Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? What? Was?
Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ja. Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Das stimmt. Ohne jeden Hintergedanken nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Tja. Ja. Ich komme immer noch nicht über die Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Definitiv nicht. Ich komme immer noch nicht über diese Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Sehr schön. Oh, sorry für meine Lache, aber ich bin aktuell etwas angeschlagen. Immer noch. Wer das Zombie-LP von Call of Duty verfolgt, der weiß, worum es geht. Auf jeden Fall, ich bin wegen der Elysianerin hier, das Gülchen. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle. Aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Was? Abgeschlossen? Nein. Wieso denn? Hallo, wir sind Nummer 63. Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Sie verdankt mir aber ihr Leben. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuvak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus, immer wenn Chaos in Kuvak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Das war auch anders. Ja, oder auch nicht. Wir sind dran schuld. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich muss auf alle Fälle zurück. Sie muss auf alle Fälle zurück in ihre Welt. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz. Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Hey, hey, hey. Sprich nicht so von meinem Vater, ja? Auf jeden Fall... Naja. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern.